Hey Leute, herzlich willkommen. Vor mir stehen zwei Flaschen. Das bedeutet, ich mache heute die Bottle Cap Challenge mit zwei Flaschen auf einmal. So, ihr habt schon gesehen, wir wollen in diesem Video die Bottle Cap Challenge faken. Das heißt, wir brauchen zwei Flaschen, Panzertape oder irgendwie eine andere Möglichkeit, um das an einem Tisch zu befestigen und einen Tisch. Das gesamte Video ist inspiriert von einem Video von Cinecom.net. Trotzdem möchte ich euch in diesem Video einen anderen Weg zeigen, wie man das Ganze noch ein bisschen einfacher machen kann. Wichtig dafür ist, dass ihr einen Deckel habt mit einer sehr knalligen Farbe, die am besten nirgendwo anders wiederzufinden ist im Bild. In meinem Fall rot. Ich habe zwar eine rote Hose, aber kriegen wir schon hin. Im ersten Schritt müssen wir die Flaschen irgendwo befestigen. In dem Fall haben wir Panzertape genommen. Man kann natürlich die Flaschen auch festschrauben, guckt aber dann, dass da keine Flüssigkeit drin ist. Als nächstes machen wir den Begrüßungsshot ganz normal, am besten auch noch mit den Deckeln auf der Flasche drauf. Sobald wir dann mit dem Tritt anfangen, nehmen wir den Deckel vorher einmal ab. Jetzt müsst ihr als nächstes eure Kamera auf ein Stativ stellen oder auf ein Regal, wie auch immer. Und dann kann es eigentlich schon mit dem Tritt losgehen. Die Deckel sind ab und ihr tut so, als ob ihr die Deckel jetzt runtertretet. Macht das ein paar Mal, euer Fuß muss wirklich genau hinter beiden Deckeln sein. Was den Effekt noch etwas verbessert, ist, wenn ihr eine zweite Person habt, die im richtigen Moment leicht an dem Tisch wackelt. Das war's jetzt mit dem Tritt selbst. Wie kriegen wir es jetzt hin, dass die Deckel abfliegen? Dafür schraubt ihr sie jetzt wieder leicht drauf. Jetzt müssen wir noch einmal aufnehmen, wie die Deckel abfliegen. Das können wir dann später einfach drüberlegen. Wie genau, sehen wir gleich. Dafür stellt euch jetzt hinter die Flasche, nehmt euren Finger und guckt, dass der auf keinen Fall vorne irgendwie davor kommt. Dann schnippst ihr jetzt einfach das Ding runter. Das macht ihr jetzt bei beiden Flaschen. Fertig. Somit haben wir alles aufgenommen, was wir aufnehmen brauchen und können damit jetzt ab ins Studio. Wie ihr schon im Intro gesehen habt, haben wir das Ganze zweimal gefilmt aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich zeige euch das Ganze jetzt an der Perspektive, die ein bisschen näher an den Flaschen dran ist. Wir brauchen insgesamt 5 unterschiedliche Ebenen. In der untersten liegt der leere Shot mit dem Tritt. Darüber kommen dann die Flaschen links und rechts. Die Flasche links blende ich erstmal komplett aus. Der Vorgang da ist exakt derselbe wie der mit der rechten Flasche. Unser Plan ist es jetzt, den Flaschendeckel auszuschneiden und dann auf die Flasche draufzusetzen. Wenn bei euch das Licht genauso fällt wie bei uns und der Deckel zur Hälfte sehr hell ist, dann müssen wir als erstes in die Lumetri-Farben reingehen. Da klicken wir auf HSL Sekundär und wählen den zu hellen Bereich aus. Wir passen das Ganze jetzt noch so weit an, dass wirklich nur der helle Bereich markiert ist und ziehen die Helligkeit runter. Versucht das Helle so gut es geht wegzubekommen, dass jetzt hier ein kleiner weißer Rand bleibt, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Als nächstes suchen wir den Effekt Ultra Key und ziehen den auf den oberen Clip drauf. Auf dem oberen Clip liegen nun beide Effekte, der untere Clip ist nicht angepasst worden. Mit dem Ultra Key Effekt wählen wir nun die Farbe des Deckels aus und wählen Alpha Kanal. Nun passt ihr die Parameter so an, dass der komplette Deckel schwarz ist. Geht auf jeden Fall auch unter Maskenbereinigung und wählt unter Füllen und Glätten aus, damit ihr einfach die hellen Bereiche da noch drin habt. Als nächstes setzen wir den Überblendmodus von diesem Clip auf Aufhell. Wir nehmen jetzt beide Ebenen auf einmal und verschachteln die. Dann nehmen wir erneut den Ultra Key Effekt auf die verschachtelte Szene und wählen dort die Farbe Weiß aus. Hier spielen wir mit den Reglern so weit rum und gehen auch wieder in die Maskenbereinigung und unter Füllen rein, um soweit es geht, nur den Deckel wirklich am Ende auszuschneiden. Da aber nicht nur der Deckel ausgeschnitten ist, sondern auch noch andere Teile im Bild rot waren, nehmen wir jetzt unter Deckkraft den Stift und malen eine ganz grobe Maske um die Kappe herum. Da wir vorher bei der Aufnahme am Tisch gewackelt haben, damit das Ganze ein bisschen realistischer aussieht, müssen wir jedoch jetzt noch die Position Frame für Frame ein bisschen anpassen. Je nachdem, wie lang euer Clip mit dem Deckel ist, seid ihr jetzt fertig oder ihr braucht noch ein Standbild wie bei mir. Dafür dupliziert ihr einfach nochmal die Ebene, geht auf den ersten Frame und drückt Standbild hinzufügen. Jetzt ist der ganze Clip ein Standbild von der Position, wo sich der Deckel noch nicht bewegt hat. Das ziehen wir jetzt einfach davor, schneiden es hinten ab und fertig. Zusätzlich könnt ihr, wenn das Ganze nicht wirklich realistisch aussieht bei euch, noch die Richtungsunschärfe dazu verwenden. Damit könnt ihr noch so ein bisschen eine schlechte Maske kaschieren. Das war's jetzt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hier könnt ihr mich jetzt noch abonnieren und euch andere Videos anschauen. Ciao.